Jo Freunde, willkommen zurück bei Grand Theft Auto 4. Es geht weiter. Jetzt muss ich hier rauskommen. Aus meinem paradiesischen, schönen, neuen, asozialen Apartment. Raus auf die Straße und erstmal umgucken, was können wir zerstören, wen können wir ärgern. Nö, ich gerade. Ey, wie sieht denn der aus? Ich hab gerade eben gedacht, der hat eine Maske auf. So, wir wollen eigentlich mal schauen, wo können wir noch was erledigen. Guck mal, der hat immer noch einen Auftrag für uns hier hinten, ey. Boah. Francis hat noch was. Und der Gambetti hat auch noch was. Sollen wir den Gambetti mal weitermachen? Also ich würde empfehlen, ja, machen wir einfach mal den weiter. So, dann fahren wir mal hin. Wir sollten noch vielleicht unterwegs die gute sichere Weste uns besorgen. Dann fahren wir am besten noch kurz hier vorbei. Aber ne, halt, wir können auch hier an den Waffenladen gehen, ist vielleicht einfacher. So, fahren wir mal darüber. Schön mit dem Motorrad, dass wir auch schön unterwegs sterben. Nö, tun wir nicht. Ich glaube dafür, dass wir nicht sterben. Oh, es ist nicht. Alter Schwede. So, dann heizen wir mal rüber. Am besten durch den Tunnel, ja, so wie es aussieht. Wow, ich weiß nicht, ob das Leben wird es darüber. Naja, wenn wir halt mal einen Unfall da drin bauen, dann wird es halt. Ja, die Polizei hilft uns bestimmt. Aua, das war mein Kopf. Ey, zieh mal lieber einen Helm auf, ey. Was macht der Kopf passiert hier? Geh halt mal durch. Wir hoffen, dass keiner die Spur wechselt. Ah, wie sind das noch? Eieieiei. Erstmal bremsen ein bisschen. Ah, jetzt fühlt sie mich an, ihr guckt das nicht. Boah! Ey! Ich finde den nicht, dass er hier. Ja. Wir sind schon drüben. Drüben! Da ist alles besser, ne? Die Besten sind die Besten. So. Also, einmal hier. Zum Waffenladen, wenn ich nicht hin will. Eigentlich, wir gehen ja. Stimmt, wir gehen ja drüben zum Waffenladen. Hier nicht. Burger brauchen wir auch keinen, aber wir werden uns den mal freischalten. Damit wir hier wissen, dass da auch einer ist. Weil irgendwie merkt sich der scheiß PC das nicht. Oder beziehungsweise man muss erstmal was dort essen. Dankeschön, bitte einmal was zu essen. Dankeschön, wann gibst du mir was? Hallo? Bekomme ich jetzt. Vielen Dank. Dankeschön. Du bist wirklich sozial. Ja, ich glaube, ich hole mir erstmal ein anderes Auto. Guck mal, da steht doch gerade was rum. Braucht sowieso keiner hier. Ja, erstmal ein bisschen Schall ein und. Komm, dein Bullen. Ja, jetzt aber weg. Okay, es gibt keine Alarmanlage. Das ist schon mal gut. So, dann können wir zu den Brücke fetzen. Noch Platz! Ich finde es interessant, dass sie sich trotzdem noch beschweren. Ihr habt keine Rechte für. So ein kleiner Stricher muss ich mir in den Weg stellen. War ja mal wieder klar. Clock Tower. Ah, guck mal, da oben ist sogar eine Uhr. Wow. Brutal. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich bin bestimmt schon 100 Mal vorbeigefahren. Boah, jetzt müssen sie sich auch noch hier reinquetschen, ey. Kannst du auf diesen deutschen Autobahnen hier? Die Leute sind auch so blöd zum Boden, sich einreihen. Der Raum ist weg, ist auch unnötig, da wird der Motor besser gekühlt. Wow, mein Navi meldet sich. Wir sollen da runter. Ups! Darf ich mal vorbei? Wie sauen die ab? Ist die Alte gestorben? Jetzt hör auf. Wirklich? Durch den Unfall? Ich hab sie nur ein bisschen angekratzt, ey. Okay, also du hast dein Ziel erreicht. Bla bla bla. Und einmal in den Waffenladen gehen. Ich glaube, wir können bald den Waffenladen hinten ans Auto hinhängen. So oft wie wir hier rein müssen. Ups, jetzt habe ich auch noch die Tür verfehlt. Ich habe doch gar nichts getrunken. Außer Wodka Limette. Ne, aber was geil schmeckt ist Bacardi mit Limette. Da gibt es doch vom Aldi so grünes Limette-Zeug. Und da einen Schluck Bacardi rein. Oh, ist einfach nur geil. Und dann noch ein Eiswürfel dazu.
Das ist einfach nur der Wahnsinn. Schmeckt richtig, richtig geil. So, also da, hier einmal dahin. Ah, ich möchte euch jetzt nicht zum Saufen animieren, aber haut euch da mal eine Flasche hin drin. Das ist geil. Bacardi mit dem grünen Limonenzeug vom Aldi. Perfekt. Kann man sich super wunderbar wegschießen. Probiert's mal aus und erzählt mir, wie es war. Ihr werdet begeistert sein. Ups. Und wenn ich die Flasche geschafft habe, können wir euch gleich hier abliefern. Emergency. So, einmal bitte Auftrag. Dankeschön. It's all about problems and solutions. Ah, Nico! Of course, you guys already know each other. Nico, good to see you. Interesting friendships you both keep. Yeah, very interesting. The mayor will be here in a minute, and I have two senators dropping by later. Everyone wants to pay homage to a dying legend. Everyone wants the glamour of a bygone age. Everyone. Now, did you hear what I said? Yeah, I heard what you said. Nico, our friend here, is telling me that the Ancelottis are in league with the Russians. Ancelottis? I know these guys 73 years. In 1972, I should have killed his uncle, but I spared him. And this is how he repays me? Unbelievable! And now he's dealing drugs with Ivan the goddamn terrible! So what we're saying is, this is a matter of security, national. Normally, I don't care about cocaine. Keeps controllable people in power. But this is no good. All right, what's my role in this? The distribution network is a fleet of vans parked at a grocery warehouse in Alderney City. The product is packed into the frames of the vans, ready to be moved all over the country. Destroy everything, whatever it takes. And for me? For you. I've got a real gift for you. Get this done, then we'll talk. Als ich so ein paar Lastwagen aus dem Weg räume, begib dich zum Gelände. Jetzt wäre vielleicht ein Raketenwerfer kein Scheiß, aber wir bekommen ja nichts. Das Spiel hasst uns einfach nur. Okay. Ups, Entschuldigung, das musst du jetzt. Ich hab grad was getrunken. Ich darf jetzt mit Kohlensäure trinken, das war bestimmt voll eklig, ne? Oh Mann. Ja, ihr müsst halt ein bisschen leise drehen. Ich kann mal eigentlich ein paar Bitches mitnehmen. Egal. Egal, egal, egal. So, jetzt holen wir uns die Lastwagen. Die sollen wir zerstören oder irgendwie. Das sollen wir wohl irgendwie hinbekommen. Wir fahren einfach mal rüber und erledigen den scheiß Job. Mach Platz! Hey, los, weg da! Ich komme, ich muss vorbei. Tschüss, hallo! Weg! Oh. Ah, Wagen mit Kontrolle bekommen. Wunderbar. So, da unten wird's eng. Aber wir kommen durch. Ah, ne, wird's hier gar nicht. Boah. Autsch. So, der, ich sehe schon, der Burgerladen wurde uns freigeschalten. Dann haben wir den auch mal. Auf der Karte. So. Genau sein. Es ist voll am Arsch der Welt. Ach, leck mich doch. Wisst ihr, ich finde es ja extrem geil, dass man hier einmal um die halbe Welt reisen muss. Ey, da war gerade ein Polizist, hat einen Wagen angehalten. So, was machen die hier? Wow. Interessant, interessant. Oh mein Gott, ein bisschen umgedrückt. Ich glaube, mein Karren ist gleich kaputt. Also, wenn mal ein bisschen Feuer an der Seite rauskommen sollte, dann sollte man vielleicht stehen lassen und laufen. Oder beziehungsweise ein anderes Auto ins Nehmen. Oh je, der ist gleich fertig. Und geh mal weg da. Also, ich glaube, ich brauche ein neues Auto. Ey, bleib mal stehen da vorne. Scheiße, ist ein Bullen, aber ich brauche irgendwas. Ey! Eieiei. Treffen wir den? Oh shit, Bullen. Weg! Hab ich ihn erwischt? Bist du tot? Du Arschloch. Ne, ist er nicht. Scheiße, weg hier. Nein! Weg!
Bullen an der Backe. Naja, nur ein Sternchen, das ist nicht so wild. So, da vorne können wir gleich mal rüberziehen. Über die Wiese. Über den Randstein. Welche Waffe würdet ihr eigentlich euch besorgen, wenn ihr in den USA leben würdet und ihr dürftet sowas besitzen? Also ich würde so richtig geile Schrotflinte holen oder so eine Winchester oder sowas. Und mit der dann spazieren laufen gehen. So, ich glaube, das ist immer richtig. Apparently Ivan is healing well. What do I care? Okay. Das Arsenal ist schwer bewacht. Okay, also können wir da vielleicht übers Dach kommen oder so? Oh, die stehen sogar da oben. Guck mal, wo die überall sind. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, die haben sogar Scharfschützen. Oh, Bugge. Ich versuch mal, ob ich da vielleicht irgendwie... finde einen Weg, um die Vents zu zerstören. Ich versuche vielleicht irgendwie hier hochzukommen. Komm, geh mal rüber da. Wisst ihr, dass wir hier vielleicht über ein Gebäude oder sowas da hochgehen? Weil mit dem werden wir wahrscheinlich nicht so wirklich. Warte mal. Ah, hier ist eine Leiter. Guck mal. Ah. Genau sowas habe ich gesucht. Weil ich würde ja versuchen, dass wir mit dem Scharfschützengewehr uns erstmal ein bisschen den Weg freiräumen. Weil, guck mal, da hinten, wo sind sie denn? Da oben ist schon einer. Da oben. So, der fällt nämlich schon mal. Zerstöre die Vans. Ah! Jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Scheiße. Auf was schießen die? Auf wen, beziehungsweise... Ich glaube, ich gehe von vorne rein. Komm, zieh dich hoch. Ja, ich weiß, die schießen. Das Problem ist, dass ich gucken muss, weil die sind überall Scharfschützen, verdammt. Ja, guck mal, hier oben warten sie schon. So, 1-2. Wollen wir auch das Ganze nicht überstürzen. Schön gemütlich rangehen an die Sache hier. Ich glaube nicht, dass das überlebt hat, oder? Da ist auch noch einer. Komm. Nein! Jetzt. Ah, ich hätte vielleicht noch ein bisschen Munition kaufen sollen für das Gewehr. Naja, man kann ja nicht wissen, dass man hier ein Scharfschützengewehr unbedingt... Da hinten sind noch ein paar. I am going to get you. Da ist einer. Vorsicht. Ah. Ey! You're dead, friend. So, den hat noch. Okay, den haben wir auch. Und da kommt einer schon wieder angerannt. Wo sind die Vans? Ah, hier. Wir haben, glaube ich, einen Raketenwerfer, ne? Yeah. Oh! Wo ist er? Da. Okay. Ich glaube, viele sind nicht mehr hier und uns bedrohen. Fuck! Boah, fuck. Hahaha. Ja, klar. Was glaubst du, mein Freund? Wo sind wir noch? Er schießt auf das Koks, Alter! Oh. Da oben, Vorsicht. Ich glaube, der ist zum Bach geflogen, ey. Ey! Scheiße, scheiße, scheiße! Nein! Arschloch! Oh, so ein kleiner Wichser, ey. Der kommt nicht weit. Der kommt nicht weit.
Ah! Ich muss ihn mir krallen. Der darf nicht abhauen damit. Shit. Okay, wir haben eine richtige Waffe ausgewählt. Wo ist der Wichser? Wieso muss der Arsch jetzt abhauen damit? Da vorne ist er, oder? Ja. Den sind wir schon irgendwie hochgejagt. Aber mir keine Gedanken. Ich muss die schon reißen. So long! Der hat mich auf jeden Fall gelegt. Nur eine Frage der Zeit. Hey, flieg in die Luft. Also geht doch. Da hinten nur noch ein Feuerwerk. So, jetzt kommen uns die restlichen Krallen. Ey, wieso steht hier das Teil wieder? Der ist doch vorhin durchgerannt. Nein, so, Waffe raus. Ich glaube, eine Granate oder mit dem schaffen wir es auch. Was? Beschützt die Lieferwagen. Der fliegt jetzt gleich hoch. Jetzt müssen wir nur aufpassen wegen den scheiß Bullen. Yeah, 14.500. Yes. Geile Sache. Hätten wir geschafft. So, haben wir Akku für... Ah, warte mal, da war glaube ich noch eine sichere Weste. I have put your competitors out of business. You've given a dying man a few minutes of happiness. So, I'm pleased to be helping you out with this thing you need. We'll speak again when Zarko ravages in the country. Ich... Komm, aus mit dir. Stell dich hin. Weg da. Ich muss kurz gucken, ob die kugelsichere Weste noch da liegt. Ach, die Wichser haben sie weggemacht. Seht euch das mal an. Weil vorne ist hier noch eine gelegen. Ah, schade. Dann hätten wir nicht extra in den Waffenladen gehen müssen, zum eine kaufen. Naja, was soll's. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen bei euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder im nächsten Part. Bleibt auf jeden Fall dran. Ciao. Yeah.